Was kochst du heute? Hat sie gefragt. Ich keine Ahnung, war. Ich geh mal einkaufen. Und alles in einem Laden gefunden. Alles in einem Laden und ich kann nicht sagen, das wird ein richtig traumhaftes Gedicht heute. Gericht natürlich. Was wird's nun, ne? Es wird ein Fleischtopf mit dreierlei Fleisch, also Triple, war so Freestyle, was ich gefunden habe. Alles in den Laden gekauft, wie gesagt. Und ja, legen wir mal los. Ich zeige erstmal, was wir alles brauchen. Wir haben heute jede Menge. Wir haben dann einmal Suppengrün. Kennt jeder, wa? Gibt es in verschiedenen Größen, verschiedene Ausführungen. Hier haben wir eben Sellerie, Lauch. Ja, da ist noch ein Stück Lauch. Petersilie. Mohrrübe und Zwiebel, dann haben wir Champignon 400 Gramm, ja, drei Paprikaschoten und oh, sechs Zwiebeln hatte ich, glaube ich. Lauch versteckt sich noch da, seht ihr, Lauch, genau. Und vier Knoblauchzehen. Des Weiteren haben wir 500 Gramm Tomaten und 500 Gramm Möhren. Und 560 Gramm Rosenkohl nach dem Putzen, ne? Und auch die 700 Gramm Kartoffeln nach dem Schälen, jawohl. Ja, des Weiteren noch Tomatenmark, nehmen wir eine halbe Tube nur. Dann haben wir hier heute mal Hähnchen, ne, Hühnerbrühe und Rinderbrühe. Ja, das ist sowas wie Fond, wa? Nur mit Fleischfetzen drin, also nicht gefiltert. Ja, wie immer Pfeffer, Salz und Chili. Aus der Handmühle und Rotwein, ja, weil eine Flasche haben wir da. Ja, was haben wir denn noch hier? Eine Gewürzmischung für den Endschliff. Ja, da haben wir zum Beispiel 3 Esslöffel Paprikapulver, edelsüß, 1 Esslöffel Pfeffer, 1 Esslöffel Salz, 1 Teelöffel Chiliflocken, 10 Pimentkörner und 2 Lorbeerblätter. Na, das ist ja mal schick, wa? Schöne Mischer. Und jetzt kommt's Beste. Jetzt haben wir hier unser Hähnchenbrustfilet. 600 Gramm und Schälbraten. Ja, Schälbraten kannte ich bisher noch gar nicht, ne? Schälbraten vom Schwein. Da haben wir ungefähr 1,3 Kilo. Und den guten Bugbraten vom Jungbullen 1 Kilo. Und damit es auch ein bisschen Pep kriegt, ne? Hier. Da haben wir unseren Wut. Könnt ihr es lesen? Könnt ihr es lesen? Ich sag's euch. Unseren Bauchspeck, ca. 300 Gramm. Und dann brauchen wir noch Öl, das steht noch nicht da. Ja, und dann können wir loslegen. Ja, ist alles einfach. Und damit es lange dauert heute, habe ich alles schon vorbereitet. Ich habe alles klein geschnitten schon. Und dann fangen wir jetzt an mit dem Fleisch. Das braten wir erstmal schön an. Ja, jedes für sich. Wird so ein bisschen mit Pfeffer und Salz und ein bisschen Chili. Und los geht's. Ich hoffe, der Topf ist schon heiß. Erstmal reichlich Öl rein. Fangen wir mal mit dem Hühnchen an. Oh. Bisschen würzen.
einfach rausnehmen. Das reicht so. Das Schweinefleisch hinterher. Pfeffer, Salz. Das können wir schon rausnehmen. Ist schon fertig. Zuletzt noch das Rindfleisch. Weiter jetzt mit dem Bauchspeck. Uah. Dazu kommt unser Suppengemüse. Daran kommt jetzt eine halbe Tube Tomatenmark. Schön anrösten. Noch die Pilze dazugeben. Schön groß, ne? Und wenn es dann so richtig Dampf hat, dann löschen wir zum ersten Mal ab mit Rotwein. Ja, schon eine gute dritte Flasche. Und das lassen wir so ein bisschen verkochen. Wenn ihr dann den letzten Wein draufgekippt habt, ja, von der Literflasche, sieht es dann so aus irgendwann. Und dann macht die Tomate dran und die kocht er noch mit ein. Ja, habe ich so eine große gehabt, zwei große und ein paar kleine. Die kleinen habe ich ganz gelassen, nur die zu kochen nachher. Wenn es nachher 3 Stunden vor sich hin köchelt. Oh, jetzt hier noch vor sich hin gequackert, ne? Also Konsistenz ist richtig gut. Jetzt löschen wir mit der Brühe ab. Da haben wir ja einmal unsere Rinderbrühe mit Stückchen. Einmal Hühnerbrühe, auch mit Stückchen. Oh ja. Ja. Da drin kommt dann unsere ganzen Gewürze. Hola. Und das rühren wir erstmal um. Oh. Und jetzt kommt alles rein, was wir so vorhin geschnippelt haben. War hier Paprika mit Zwiebeln, Lauch und Knoblauch. Yeah. Die Möhren. Rosenkohl mit Kartoffeln. Und natürlich das ganze Fleisch. Mit dem Bratensaft. Yeah. Wow, richtig lecker. Ihr seht, der Topf ist gut voll. Jetzt müssen wir noch mit Wasser auffüllen. Ja, es muss ja in irgendwas kochen.
Ja, das soll es mal gewesen sein erstmal hier. Da rühren wir noch einmal um. Und ihr seht, es ist ein richtiger Topf voll. Yeah. Da sackt noch ein bisschen zusammen, wa? Da schnurrt es dann zusammen und dann passt so alles rein. Jawohl. Es darf nur Gelfoche reinkacken. Dann ist alles okay. Ja, dort ist ein bisschen voll, wa? Und so 3 Stunden dort dauern. Dann ist alles gar und dann sehen wir es wieder. Ab und zu muss ich natürlich ein bisschen nachlegen und ein bisschen Flüssigkeit nachfüllen. Ja, muss ja alles bedeckt sein. Wird ein bisschen nachsacken. Paprika und so, verliert da an Flüssigkeit, auch die Pilze noch, Zwiebeln und dann passt doch alles besser in den Töpfer. Wir sehen uns in 3 Stunden. 3 Stunden haben wir geschafft, wa? Und jetzt rühren wir noch mal schön um. Ja, super. Ja, immer schön Feuer gehabt, ne? Hab schon mal ein bisschen Wasser nachgekippt, immer umgerührt und ich denke mal, jetzt ist alles gar. Jetzt machen wir uns mal einen schönen Teller voll, ja. Oh yeah. Lecker, lecker, lecker. Oh, von jedem was, ne? Wunderbar. Mittlerweile ist es 16:30. Es ist schon recht duster. Das Essen ist rechtzeitig fertig geworden. Und jetzt wollen wir mal kosten. Ja. So nach 3 Stunden dürfte alles durch sein. Erstmal so ein Geschmackstest von der Soße. Richtig gut, wa? Diesmal auch nicht so scharf für die Mädels. Fleisch, alle Sorten. Ich denke mal Rindfleisch, wo? Das dunkelste Rindfleisch. Ein Traum. Das ist echt butterzart, ne? Jetzt zerfällt förmlich auf dem Löffel. Aber das Schwein, das war ja doch recht trocken, ne? Aber ich denke mal, mit die noch Soße ist das nicht mehr trocken. Also es schmeckt gut, wirklich. Vom Geschmack her gut, ganz weich, wirklich wunderbar. Also für so ein Stück hätte ich nicht gedacht, ne? Es war richtig trocken, richtig trocken. Also mager. Es war richtig mager, ne? Aber was ich jetzt nicht hier drauf habe, das Hühnchen. Naja, bleibt mir aber die anderen, ne? Der Träumchen. Schön mit Kartoffeln, alles drin war. Könnt ihr jeden Tag hier, ne? Ich habe einen großen Eimer voll gekocht, ja. Der reicht eine Weile. Da kann man eine Weile von zehren, nicht? Ja, mit Vorbereitung. Monster locker. 5 Stunden, wa? Schnippeln, anbraten, fertig machen. Am schnellsten sieht man das Essen, wa? Logisch. Gut, das war's noch für heute, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und ihr könnt ja das gerne nachkochen, ja? Rezept steht euch wieder in der Beschreibung und denkt an unsere Facebook-Gruppe, die Grillmaster. Deshalb herzlich willkommen und da könnt ihr eure Kommentare hinterlassen, eure Rezepte posten und alles, was ihr so gekocht und gegrillt habt. Ne? Da freuen wir uns ganz doll, wenn ihr da hinkommt, ne? Und auch aktiv teilnehmt, nicht nur lest, auch was postet. Ja, ist ganz einfach. Ein paar Bilder, was ihr da genommen habt und so, einwandfrei. Das war's dann für heute. Ich mache mich jetzt drin, es wird jetzt dunkel, essen dann gemütlich und dann sehen wir uns nächste Mal. Auf unserem Kanal, ja, wa? Wa? Auf unserem Kanal. Bis denn, euer Micha. Bye, bye.